Meine lieben Schweißtechnikfreunde, das hier ist ein Motor, wie wir erkennen können. Ich würde sagen, ein Laie würde sagen, das ist ein ganz normaler Verbrenner. Genau. Aber der Carsten sagt es jetzt heraus, das hier ist ein... Das ist unser Wasserstoffmotor. Wasserstoffmotor. Aber eine ganz andere Thematik. Ich bin da ein bisschen jetzt aufgeregt, weil für mich ist das echt absolut neu und krass. Das ist ein Wasserstoffmotor, der den Wasserstoff verbrennt. Genau. Ganz klassisch wie ein Benzinmotor, auf der gleichen Technologiebasis wie ein Gasmotor, verbrennen wir hier einfach statt Erdgas Wasserstoff, einfach gesagt. Das Schöne am Wasserstoff ist, jeder kennt das, wenn man Wasserstoff in der Luft sieht und anzündet, es explodiert sofort. Habe ich zwar noch nicht gesehen, aber du bringst mich auf dumme Gedanken. Also aus dem Physikunterricht vielleicht oder okay, sowas. Okay, gut. Ja, also das ist ein sehr leichtes Gas, es fliegt sehr, sehr schnell in die Luft und es ist sehr reaktionsschnell. Also es zündet schneller als Erdgas und ist dementsprechend auch für große Explosionen bekannt. Man erinnert sich vielleicht an Luftschiffe, die werden mit Wasserstoff gefüllt, damit sie in der Luft bleiben. Okay. Also solche. Jetzt haben wir schon mal abgeholt, was Wasserstoff ist. Es ist nicht die andere Thematik mit der Brennstoffzelle. Mhm. Das ist hier eine ganz andere Thematik. Das heißt, man hat letztendlich eigentlich den klassischen Motor, so wie wir ihn kennen, mit Kolben, mit Verbrennung. Und man hat jetzt einfach festgestellt, Wasserstoff können wir ja auch zum Explodieren bringen und hat das hier implementiert. Kannst du mir die Unterschiede erklären zwischen einem normalen Motor und einem Wasserstoffmotor von Deutz? Also das ist ein als Basis ein Dieselmotor. Das ist ein 7,8 TCD Diesel, Deutz Dieselmotor, den wir seit 20, 30 Jahren unter verschiedenen Bezeichnungen bauen. Das ist also erprobte Technik. Und wir gehen jetzt hin und ändern das Medium, mit dem wir die Verbrennung erzeugen. Das heißt, wir nehmen die Kolben auseinander, wir nehmen den flüssigen Diesel, der mit hohem Druck eindosiert wird über eine Direkteinspritzung und gehen auf Wasserstoff als leichtes Gas. Das heißt, man kann sich das vorstellen, der ganze Prozess um die Verbrennung verhält sich komplett anders. Kann ich mir das so vorstellen, grob, als würde ich jetzt meinen Motor auf Gas umbauen? Genau, also ein Benzinmotor-Gasumbau ist ein ähnliches Konzept, ist aber deutlich, der Sprung von Benzin zu Gas ist einfach. Es ist auch gut möglich, einen Gasmotor auf Wasserstoff umzubauen. Man braucht dann eben ganz klassisch andere Ventile, andere Zündsysteme, neues Motorsteuergerät, was umprogrammiert wird. Aber die Technologie ist ähnlich. Ja. Gut, dann fangen wir mal hinten an. Jetzt habe ich einen Tank, da ist flüssiger Wasserstoff dran. Mhm. Da herrscht gewisser Druck. Wie kommt der Wasserstoff jetzt in den Motor rein? Oder wie läuft das ab? Genau, also wir haben hier vorne, das ist zum Beispiel eine Neuheit jetzt bei uns, ein Druckregelventil. Der Wasserstoff kommt mit einem Druck von ungefähr 30 Bar hier ein, wird hier eingeströmt und wird dann eben runtergeregelt auf unseren Arbeitsdruck im Rail. Eine ganz kurze Vorfrage. Der ist ja im Tank flüssig. Mhm. Wenn er hier ankommt, ist er noch flüssig oder gasförmig? Ist schon gasförmig. Wann findet dieser Moment statt, von dem flüssigen zum gasförmigen? Genau, also bei uns am Motor muss der Wasserstoff ungefähr normale Temperaturen haben, 50, 80 Grad. Mit 30 Bar Druck. Wie er dahin kommt, ist dann dem Motor erstmal egal. Ja. Im Fahrzeug, im System ist es natürlich relevant. Ja, das heißt, wenn ich den Tank im Fahrzeug habe, muss ich bei Flüssigwasserstoff, der ist tiefkalt, der hat einen Druck von 6 Bar ungefähr, also eher ein niedriger Druck, der muss vaporisiert werden, also der muss auf den Druck, also gasförmig und auf den Druck gebracht werden, auf 30 Bar hochgedrückt werden. Es gibt ähnliche Systeme, die laufen aber auch mit 700 Bar Druck mit gasförmigem Wasserstoff. Also es gibt beide Systeme aktuell am Markt, Flüssigwasserstoff oder gasförmiger Wasserstoff. Und wir sagen, unsere Schnittstelle hier sind die 30 Bar. Okay, gasförmig. Gasförmig. So, jetzt kommt der hier an, wird geregelt. Was passiert dann? Also der wird ganz normal, wie man das von jedem Ottomotor kennt, Dieselmotor kennt, eingedosiert. Bei diesem Motor haben wir ein Saugrohrkonzept, das heißt, wir haben hier die Ladeluftleitung. Und der Wasserstoff wird in die Ansaugluft, wenn das Ventil, das Einlassventil öffnet, wird der Wasserstoff mit der Luft eingesaugt in den Kolbenraum und dort gezündet mit der Zündkerze. Also ganz klassisch Saugrohr wie ein alter Benziner mit Zündkerze. Ja, ganz klassisch. Ne? Luft-Gas-Gemisch bringt man zur Explosion und dann findet die Bewegung statt. Das heißt, jetzt nochmal für mich, wenn ich jetzt hier im baugleichen Dieselmotor stehen würde, was wäre denn da anders? Also theoretisch hier oben das System Zündkerze, Zündspule. Stattdessen hätte man dann
eben beim Diesel kein System, weil der Diesel sich ja durch den Druck selber entzündet. Und die Einspritzventile, die gibt es beim Diesel auch, die sind dann anders dimensioniert. Aber an sich kennt das jeder Verbrennungsmotor. Das heißt, wenn ich jetzt Laie wäre, würde ich den Unterschied auf dem ersten Moment gar nicht feststellen. Also der Unterschied zu einem Ottomotor, Benzinmotor, Gasmotor, den würde man nicht auf Anhieb erkennen können. Okay. Was ist die Besonderheit? Was war die Herausforderung, dass man jetzt bei Deutz einen Wasserstoffmotor rausgebracht hat? Was ist denn jetzt so die Mammutpunkte hier? Was ist hier gewesen, dass ihr euch überhaupt entschieden habt, einen Wasserstoffmotor zu machen? Also es ist ganz klassisch, Wasserstoff gilt als neutrale Energiequelle, als regenerative Energiequelle. Über Elektrolyseur kann Wasserstoff aus Sonnenenergie, aus Windkraft erzeugt werden. Über grünen Strom bekommt man auch grünen Wasserstoff. Und es gilt als Alternative zur Gas- und Dieselquelle als Ressource. Und es ist ganz klassisch, die Deutz AG, der erste Motor der Deutz AG war ein Wasserstoff-Gas-Motor. Damals gab es noch keine Diesel- und Benzinmotoren. Der Motor Nummer 1 wird mit einem Wasserstoff-Gas-Gemisch betrieben. Von welchem Jahr sprechen wir da? Das ist, glaube ich, 1895 ist das, glaube ich. Dann haben die da schon Experimente mit Wasserstoff und... Also die ersten Verbrennungs-Hubkolbenmotoren sind mit Stickstoff-Wasserstoff-Gas-Gemischen gefahren. Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Ja gut, jetzt hat man das aus der Geschichte, Wasserstoffmotor. Aber wer braucht denn sowas? Weil dann die Thematik ist ja, der Wasserstoff muss ja ankommen. Der ist ja sicherlich auch etwas teurer. Dem muss ich ja gesondert, das ist eine andere Technik. Wieso macht man das? Wieso hat man das gemacht? Also die Frage aktuell, das kennt man von den PKWs, von den LKWs, wie geht's weiter? Ja, bleiben wir bei Diesel, bei Benzin, Elektro? Es gibt PKWs mit Brennstoffzellen. Und da haben wir uns die Frage gestellt, für unsere Kunden, sind Brennstoffzellen die richtige Quelle, die richtige Energiequelle? Und da haben wir gesagt, als wir das Projekt gestartet haben, wir sind uns nicht sicher. Wir gehen auf das, was wir können. Wir können Verbrennungsmotoren, wir können stabile Motoren. Unsere Kunden haben Staub in der Umgebungsluft, heiße Temperaturen, unbedingte Einsatznotwendigkeit. Also, weiß ich nicht, Feuerwehr oder Bauagrikulturantriebe, die müssen, wenn die Sonne scheint, muss der Motor funktionieren. Da gibt es keinen, wir warten auf schöneres Wetter oder ähnliches, sondern dann muss es funktionieren. Und dann, da ist der Motor als stabile Quelle vorhanden. Und darauf wollen wir aufspringen und sagen, da gehen wir jetzt auf Wasserstoff als Alternative zu Diesel und Benzin oder Erdgas. Und haben uns damit entschieden, eben auch in die erneuerbaren Kraftstoffe einzusteigen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Baustelle habe, wo keine Emissionen gewünscht sind, käme der Wasserstoffmotor von Deutz, der Verbrenner, in Frage. Weil wir müssen ja festhalten, gewisse Emissionen hat er ja doch, wenn was verbrannt wird. Genau, also wir haben ganz klassisch einen ölgeschmierten Kolben. Das heißt, wir haben aus dem Öl gewisse Emissionen. Wir haben aber keine Emissionen aus dem Kraftstoff. Der Wasserstoff wird vollständig zu Wasserdampf umgewandelt, wie bei der Brennstoffzelle auch. Das heißt, da sind wir komplett, was Emissionen angeht, sauber. Wir erzeugen aber trotzdem durch das Öl, durch auch die Luft, die wir ansaugen, ist ja nicht sauber. Das heißt, wir haben gewisse Emissionen, die wir erzeugen mit dem Motor, die wir auch nachher in der Abgasnachbehandlung auf ein Minimalmaß säubern. Also wir sind auf dem neuesten Stand der Technik, was Abgasnachbehandlung angeht. Es gibt auch die Möglichkeit, ohne Abgasnachbehandlung diesen Motor zu betreiben. Aber für Deutschland haben wir uns entschieden mit voller Abgasnachbehandlung. Also wir sind deutlich sauberer als jeder Diesel oder Benziner. Nee, ich finde die Idee ja grandios, ne? Dass man eigentlich die Technologie, die man schon hat, ganz easy, in Anführungszeichen, ich will nicht wissen, wie viel das gekostet hat, bis die Entwicklung jetzt hier ist, aber zu einer Technologie umgewandelt hat und das Ganze mit Wasserstoff rein. Natürlich müssen wir jetzt festhalten, Wasserstoff ist nicht gleich günstig wie klassische Diesel und Sprit, aber das hat ja doch seine Daseinsberechtigung und Deutz denkt auch in die Zukunft. Wir denken damit sehr in die Zukunft. Wir wissen aktuell, dass es keine große Infrastruktur Wasserstoff in Deutschland gibt. Wir wissen aber auch, dass Pipelines gebaut werden, dass gerade große Stahlindustrie zum Beispiel überlegt, auf Wasserstoff umzusteigen, dass die erdgasbetriebenen Kraftwerke überlegen, Wasserstoff beizumischen. Es ist eine Wette in die Zukunft, dass der Wasserstoff günstiger wird, ja. Aber für Betriebe, die jetzt schon emissionsneutral werden müssen, weil sie städtisch unterwegs sind, weil es Anforderungen gibt, politische Anforderungen hauptsächlich, emissionsneutral zu werden. Dafür sind wir auf dem richtigen Weg. Und es gibt auch andere Länder, die versuchen, mit dem Wasserstoff von der Kraftstoffquelle sich abzutrennen, von Öl und Diesel,
Und dafür sind wir damit auch unterwegs. Gut, es ist ja ganz klar, Wasserstoff kann ich ja erzeugen. Mhm. Ja, Öl muss man ja fördern, plus die Emissionen. Okay, das wäre der Vorteil. Natürlich ist es jetzt im Verhältnis noch deutlich teurer. Jetzt aber die Frage, Deutz hat ja auch zeitgleich den Elektroantrieb mit den Batterien. Das habt ihr ja hier auch noch. Genau, das ist ein anderer Pfosten unserer Strategie. Genau, so jetzt erklär mir bitte, warum geht man dann nicht reine Elektromobilität? Warum macht man das? Was sind die Vorteile oder der Grundgedanke dahinter? Genau, also mit den unterschiedlichen Antrieben wollen wir unterschiedliche Kunden bedienen. Wir haben unterschiedlich starke Maschinen für unsere Kunden. Wir haben kleine Motoren, 3 Liter, 2 Liter Motoren. Wir haben große Motoren, 12 Liter, 16 Liter Motoren. Mit dem 8 Liter Motor sind wir in der Mitte. Damit sehen wir eine gute Stufe, dass wir hier einen guten Markt finden mit unseren Kunden und eben zum Elektro ergänzen können. Ja, es gibt Kunden, je nach Gerät habe ich mehr Platz im Fahrzeug, weniger Platz. Ich habe das Gewicht der Batterie spielt eine Rolle. Bei uns sind es die Wasserstofftanks, die Wasserstoffinfrastruktur, die Versorgung mit Wasserstoff, die eine Rolle spielen. Ja. So unterschiedlich wie die Geräte sind, so unterschiedlich sind die Möglichkeiten des Antriebs. Das heißt, ich habe 2 Fragen. Und zwar, wenn man sich jetzt den Elektroantrieb anschaut, gehe ich davon aus, dass die Kunden, die auf altbewährte Technik also quasi noch im Kopf haben oder das unbedingt haben wollen, die kriegt man eher überzeugt, dann eher auf Wasserstoff zu gehen als auf reinen Elektroantrieb. Plus gehe ich davon aus, dass hier im Verhältnis ich mehr arbeiten kann, beziehungsweise ich auf Dauer gesehen, der Akku wird wahrscheinlich schneller leer sein als der Tank voll mit Wasserstoff, den ich in meinem Fahrzeug habe. Oder wie sieht man? Das ist genau die Auslegungsfrage, die wir mit unseren Kunden diskutieren. Habe ich die Reichweite, habe ich die Stromversorgung, bin ich irgendwo autark unterwegs, wo ich dann eher Wasserstoff ans Fahrzeug bekommen könnte? Und es ist natürlich auch ein Thema der Servicebarkeit. Also habe ich schon in meinem Applikationsportfolio schon Verbrennungsmotoren da, dann ist hier die Umschulung, die Erweiterungsschulung für meine Monteure super klein. Ich muss nur eine Gefährdungsschulung machen für den Wasserstoff. Der Rest des Motors ist identisch. Jeder Motormonteur kann diesen Motor warten. Er braucht keine neuen Schulungen für Batterie oder für andere Systeme. Das heißt, ich habe keine Anbindung, was die Stromversorgung angeht. Mhm. Ich muss aber emissionsarm arbeiten. Genau. Dann der Wasserstoffmotor. Dann der Wasserstoffmotor. Eigentlich ziemlich krass. Ja. Und das Interessante ist ja, wir haben ja das Video schon gezeigt, wie ein normaler Motor entsteht. Mhm. Und das kannst du ja 1:1 die Kette ja drüberlegen. Das ist ja genau so. Das ist das, was wir können. Ja, das ist das, was wir seit 150 Jahren machen, wo wir die Erfahrung haben, wann ist ein Motor serienreif, wann geben wir unseren Kunden gute Qualität. Das ist hier 1:1 übersetzbar. So kommt der Wasserstoff zu euch für den Test. Genau, das ist unsere Prüfstandsversorgung. Wir fahren hier mit unseren 6 Prüfständen täglich ein, so einen Anhänger. Die werden dann gebracht morgens oder mittags. Dann fahren wir die Prüfstände einmal runter, tauschen den Anhänger und dann geht's weiter nach der Pause. Pro Tag so ein Ding ist leer? Ja, genau. Hier ist flüssiger oder gasförmiger Wasserstoff? In dem Fall reden wir über gasförmigen Wasserstoff, weil das ist der, den wir günstig bekommen können aktuell. Und wir reden hier über eine Versorgung mit 300 Bar. In einem Trailer sind ungefähr 200 Kilogramm Wasserstoff in 300 Bar Druck enthalten. Kannst du mir noch mal kurz erklären, bei dem Fahrzeug, wo euer Wasserstoffmotor drin sitzt, wie sieht's da aus? Da habe ich ja auch einen gasförmigen Tank. Wie groß ist ungefähr der Tank und wie lange komme ich damit parat? Das ist eine ähnliche Diskussion wie bei der Batterieelektronik mit der Reichweite und Größe der Batterie und dem Gewicht gegenüber der Reichweite. Wir reden hier über die Diskussion 4 oder 8 Stunden Betrieb. Wir reden dann über einen Tank, der um die 50 bis 100 Kilo Wasserstoff enthält, je nach Größe. Wir haben hier den unheimlich guten Vorteil, dass wir schnell tanken können, ähnlich wie bei jedem Gasmotor oder Benzinmotor. Also Tankgeschwindigkeit ist unser Vorteil. Und du hattest mir schon mal gesagt, der Tank hat einen gewissen höheren Druck, damit man mehr Gas reinbekommt, damit der länger also arbeiten kann. Wir orientieren uns ja bei uns mit der Industrie, mit den Industriemotoren ein Stück weit immer an den LKW-Motoren. Wir schauen bei den Emissionen, was machen die LKWs aktuell. Wir schauen aber auch genauso bei der Wasserstoffinfrastruktur, was machen die LKWs. Gibt es Tankstellen? Wie bekommen die LKWs? Wie sind die aufgebaut? Und die Systeme, die aktuell auch zur Verfügung stehen, sind zum Beispiel 700 Bar Systeme.
Die sind dann etwas kleiner dimensioniert. Die haben eben durch den doppelten Druck eine höhere Reichweite. Das heißt, wenn ich jetzt mit 50 Kilogramm bei 300 Bar rede, dann rede ich eben über 700 Bar mit 100 Kilogramm. Okay. Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Technik. Vor allen Dingen, ich hätte nie gedacht, dass Deutz in alle Richtungen geht. Der normale Motor, den wir alle kennen, Elektromobilität und Wasserstoff on top.